Hallo, ich habe mir falsche Wimpern geholt. Falsche Wimpern, und zwar von Ardell. Einmal das Deluxe Pack, da ist alles mit drin, ein Duo-Kleber und eine Zange und ein paar Lashes. Und zusätzlich habe ich mir noch dieses, auch von Ardell, diese einzelnen Wimpern geholt. Und das möchte ich jetzt gerne mal ausprobieren. Ich habe mich geschminkt, ganz normal, und ich bin so gespannt, ob das funktionieren wird. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich habe eigentlich schon durch die Herzgenäht lange Wimpern, aber die sind mir nicht zu voll genug. Und deswegen habe ich gedacht, probier es einfach mal aus. Bei vielen YouTubern sieht das immer so einfach aus. Ja, ich bin gespannt. Ich werde euch jetzt ein bisschen näher ranzoomen. Einen Moment. Soll ich jetzt die langen nehmen, diese hier nehmen? Oder die kleinen? Ich probiere einfach mal die großen aus. So, das ist jetzt die Wimpernzange. Da. Und hier ist so ein Gumminoppen, mit dem man wahrscheinlich die Wimpern an den Kranz andrücken kann. Dann haben wir hier noch den, eine kleine Tube Duo-Kleber. Und die Wimpern. Ich habe keine Ahnung, ich muss mir erstmal die Gebrauchsanweisung durchlesen. So, jetzt habe ich es in meiner Hand. Ich halte das erstmal mit der Wimpernzange fest. So, vielleicht. So. Und dann trage ich den Kleber auf das Wimpernbändchen auf. Oh, ist aber viel raus. Oh nein! Ja, und dann verteile ich das. Oh, das ist schon zu viel! Scheiße. So, dann lasse ich das 30 Minuten trocknen. 30 Sekunden. Wie stört mich das? Ich glaube, ich habe es zu hoch gemacht. Ja, ich hoffe, ihr könnt das hier sehen. Also ich habe auf der einen Seite zu viel Kleber genommen, auf der anderen Seite eher weniger. Und jetzt hat sich der Kleber so ein bisschen auf meine Augenlider verteilt. Und das Gefühl, es ist okay. Also ich spüre so ein bisschen den Kleber, wie er die Haut so ein bisschen strafft. Aber die Wimpern selbst eher nicht. Ich glaube aber, ich habe die zu hoch angeklebt. Ich hoffe, der Kleber, der bleibt nicht so weiß. Ja, ich müsste hier mit einem Kajal drüber gehen. Oh nein, jetzt bin ich mit dem Kajal verrutscht. Oh Gott. So, das ist jetzt mein Ergebnis. Erstens habe ich den Wimpernkranz etwas zu hoch aufgeklebt. Und aus diesem Grund musste ich mit einem Eyeliner nochmal über das Wimpernbändchen gehen. Ich muss noch ein bisschen üben. Und vielleicht auch andere Wimpern mir anschauen. Die sind meinen Wimpern doch sehr ähnlich. Also sie sind lang, aber nicht unbedingt voluminös.
Und hier die kleinen, die werde ich beim nächsten Mal austesten. Vielleicht sind die etwas leichter anzubringen. Mal schauen. Ja, also, reine Übungssache. Okay, bis dann. Tschüss.